Der Rookies Cup in Schöneck. Dieses Video wird unterstützt von Fahrrad XXL und Windows im Internet. Wir sind jetzt hier in Schöneck. Schöneck, genau. Das ist so richtig soweit. So, jetzt machen wir mal einen Trackwalk. Machen einen Trackwalk. Es wird bald dunkel. Das stimmt allerdings. Ja. So, wir haben jetzt den Start, den endgültigen Start in die Strecke gefunden. Genau. Und zwar diese Kurve hier. Ja, nach dem ersten Drop-In hier, ne, haben wir natürlich erstmal nicht vergessen, das Parkticket lösen. Genau, wir haben hier eine etwas verkantete Landung, das ist aber kein Ding. Wir ziehen halt irgendwo dort ab und landen halt irgendwo hier so. Na komm, Leo, hau den Trick raus. Squab. So, Richard, hä? Erklär mal deine Line jetzt, die du hier hast. Ja, also es gibt zwei Line. Zwei Line. Drei. Entweder das rum und da wo du hoch, dann hier lang, abziehen und versuchen, um die Gerade da zu kommen und dann den Anschluss. Oder man fährt da rein, dann die Flüge vorbei, hier runter und dann muss man richtig stark hier rein. Ich denke, das geht schon. Wir müssen halt die perfekte Line suchen und dann. Die Ruts. Die Ruts. So, Richard, zeigen Sie mal bitte kurz, wie hoch der Drop ist. Oh, Klimmzüge, so hoch ist das. Guck mir so. Ich sag, es bringt was, weil Richard und so dahinter steht. Scheiße. Die Jungs fühlen den Beat. Grüezi, servus. Jawohl. So, Fazit von der gesamten Strecke, hau raus. Bist du groß, Alter? Sehr durchwachsen. Naja, kürzer als Winterberg, aber ich find's härter als Winterberg, ganz ehrlich. Also, ehrlich? Wenn wir sehen, ja, die sich. Aber was denkst du, was die schwierigste Stelle ist? Die Kurven hier an dem steilen Stück. Ach, die so komisch, wo ich hier. Ja, nach dem war. Drop, Alter. Mal kurz eingeblendet das Ganze. Geht dort los. Dann geht's nach dort, dann geht's nach dort, dann geht's wieder nach hier, dann hier lang. Ja, das ist ein richtiger Abfuck, das Ganze. Ja. Ja, jetzt sind wir hier gefinisht heute. Ja, du hast vor allem einen Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich weiß, das ist voll romantisch gerade. Genau. Ja, wir haben den Trackwalk auch gefühlt 5 Stunden zu spät angefangen. Ja, kommt hin. Ist ein Double Backflip to No Hand to Barspin mit einer Doppelbrücke möglich? Was? Genau. Ich da war ein Barspin drin, ja. Also dann geht's ja. Das ist der USB. Anhalten, Fahrrad anheben. Oh, Leo, warte, was? Der USB-Port. Das war's. Ich hab mich immer gefragt, wozu dieser. Oh, es wird sogar gelb und rot. Oh, das ist rot geworden, die Farbe. Ich hab noch ein Ticket. Ey, das ist Niki. Ist das doch Niki? Ja, Niki, ja, ja! Erzähl mal, was versuchen wir heute jetzt hier gerade noch? Wir versuchen gerade, das Ding aufzumachen. Diese Flasche zu verstecken. Ich schwächen, Mann, sag ich dazu. Ja, mit dabei ist übrigens der Anton. Der irgendwo im Dunkeln verschwunden ist, dort hinten. So. Hallo, Herr Heile. Gleich geht's Training los. Wir haben es jetzt irgendwann kurz nach 8. 8:50 Uhr. 10 Minuten. Oh, 10 Minuten geht's Training los. Jo. Aber wir fahren erstmal Flowline. Das ist der Geheimtipp. Was sagen? Flowline wird vermutlich sperrt sein. Nee, was egal. Sagen Sie zur aktuellen Wetterbelage hier? In Schöneck. Ich weiß nicht, es regnet zwar, aber irgendwie taugt's mal. Na, Julio, ich würde sagen, du bist einfach gleich nochmal oben, hä? Jo. Kurz. Sind die ja. Noch oben, ja, ne? Die sind noch oben, die machen gerade schon mal dran. Ich hol meine und wir sehen uns gleich. Keine Glücksstartnummer, hast du gesagt. Ja, natürlich. Nur im Platten. Nur im Platten. Salbach. Rennen auf Platten, ja, überall. Du musst ein bisschen anpassen, du bist zu groß. Na ja. Gut. Dann nachher viel Spaß, sau dich schön ein, du hast ja das perfekte Outfit dafür. Oh, mein Ganzkörperanzug. Guten Morgen. Oh, die Akkukamera geht auf. Was hast du zur Strecke? Hast du gesehen jetzt? Sehr interessant, sehr spannend. Das ist ein Narren gehen hier. Wir werden es sehen. Mal gucken, Platz 1 ist drin. Nee, im Mittelfeld. Wir sehen uns. Ja. We came to fight, we came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. Yeah, yeah, this is our year.
gotta begin. Put in the work so I know we gon' win. This is for real, we never pretend. We gotta win, 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 yeah. I had to stop being base. Part of my dreams had to chase. You counted me out, I counted me in. So Max, was sagst du zur Strecke? Nass und glatt und kurz und eben. Autobahn auf gut Deutsch. Ja, bis auf halt ein paar enge, eklige Kurven und irgendwelche Assis, die immer auf der Strecke rumstehen und reinfahren, ohne nach hinten zu gucken oder irgendwas machen, was man nicht macht, eigentlich. Aber kann man halt nichts machen, ne? Ja, wir gucken mal, wie es die Ding läuft, ne? Hm? Sturzfrei, hoffentlich. Ja, hoffentlich. The ball is over, call it close, but we all know what this is gonna be. You came and failed the test, you met the best, expected chess, but got monopoly. I came and bought you out, I knocked you out, I cropped you out with no apologies. I am the hope, the heart, the faith, the spark, the one who will fulfill the prophecy. I just been counting, never lounging, climbing up mountains, bouncing back. Step in the ring of us, you step back. Dale Lund, bring it on the track. Nein, ich guck nur so. Okay, aber wenn du mich, falls du mich filmst, dann schneid bitte ins Video rein, dass ich gerade richtig fett ihn abgeseilt habe, dass es mir jetzt besser geht, aber ich habe irgendwie Seitenstechen. Du hast so eine Freundin? Ja, die fährt aber ohne mich. Ja, wann hast du sie, Simon? 15.51 Uhr. Ah, hast du noch vor anderen Leuten, hast jetzt bald. Ich hoffe, du filmst mich auch. Ja, die Eigenfänge. Da kommt jetzt der Erste schon hier weggescrubbt das Ding. Oh, mach langsam, gell? Komm, jawohl, zu viel! Bitte dran. Ja. Neue Schnellzeit hier 1:28.08. Jawohl! Von Meinhold. Letzter Sprung für ihn, 1:50 auf der Uhr. Jawohl, komm! Achtung, Achtung bitte. 1:50. Ich hätte meinen eingeparkt, ey. Absolut. Gesagt. Also. Warte, man sieht dich einfach gar nicht, Alter. Jetzt? Ja, hi! Das eine Stück hätte ich noch ein bisschen besser machen können, aber dafür ist ja Seeding Run da. So, Richard, was sagst du, wie war es für dich heute? War nicht schlecht. Also an manchen Stellen geht noch besser, aber so an sich war es nicht schlecht. Nein, das ist zu kalt. Ja, ist das hier so eine Schlüsselstelle? Ja, klar. Die können sich nicht entscheiden, ob sie das Ding springen oder außen rumfahren. Das ist ein bisschen tricky hier heute. Aber an sich, hier Unfälle passieren nicht so oft an der Stelle, oder? Außer da mit dem Vorderrad gerade. Die schießen nur alle übers Steinfeld und dann kommen sie mit Mach 3 in die Kurve rein und dann schleudert es manchmal wieder raus, aber... Sieht also lustig Stürze, aus. Stürze gibt es ja leider nicht. Die falsche Stelle dafür leider. Also nicht so spannend heute hier. Ja, nächstes Jahr will ich woanders Streckenposten machen. Na dann, gut. Das soll ich jetzt sagen. Zur Kenntnis genommen. Training vorm Rennen. Richtig schön los hier. Schönes Off-Camber. Jungs geben Gas. Und es hat gekracht, wie man gerade auf dem Funk hört. Hat gekracht, mal wieder. Heute nicht das erste Mal. Und sicher, die Stelle ist halt auch schön durch die Wurzel, ne? Schön ein bisschen abfliegend und fallend. Ja. Schön loose, sketchy, technisch. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal Streckensperrung. Start, stopp! Ich frag dich Sachen und du antwortest.
Okay. So, du bist der Streckenposten in Schöneck, ne? Das ist richtig, ja. Ich komme mir so vor, wie so bei so einer Gerichtsverhandlung jetzt. Sie sind 29 Jahre, ist das richtig? Richtig. Nee, du hast hier, glaube ich, die wohl spannendste Stelle, komplett ja, Schöneck. Ja. Ich meine, wir haben hier gerade, bis eigentlich dahinter ist nur gerade. Ja, und das ist faszinierend, dass manche trotzdem kaputt sind ab der Stelle. Also ist hier überhaupt mal jemand gestürzt in der Ecke? Nö. Ach, doch so spannend. Ja, deswegen. Oh ne, tut's mir leid. Ja. Ja, aber dann zum Rennen hier kannst du wenigstens losschreien, die Ketten singen, er passt bestimmt schon. Ja, hab ich. Wegen. Alles klar, dann haust du nein. Ich danke dir. Ja. Wenn ihr jemals wissen wollt, wie ein Berg am dümmsten runterläuft. Rückwärts. Nun die Knie. Wir müssen ja auch mal die Rennleitung würdigen. Das Ganze läuft sehr gut, muss ich sagen, bis jetzt. Schön, das freut mich. Was denkst du, bleibt heute sturzfrei einigermaßen? Also ja, krankenwagenfrei, sagen wir es so. Krankenwagenfrei denke ich schon, ja. Wir haben ja im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ja schon viel weniger Ausfälle. Also das ist, denke ich, auch der neuen Streckenführung zu schulden. Ich bin sehr zufrieden. So ansonsten gab es große Probleme mit der Streckenführung, oder? Nö, anfangs waren sie alle ein bisschen enttäuscht, weil es nicht mehr so schnell war, aber dafür ist es jetzt technischer und langsamer. Demzufolge natürlich weniger Stürze und... Halt auch ein bisschen mehr Zeitabstände zum Ende raus, würde ich sagen. Ja, ich denke, das ist ganz gut, dass man die Kinder, also den Nachwuchs, ein bisschen in die richtige Richtung treibt und auch ein bisschen fordert und nicht nur geradeaus fahren lässt. Genau, dann geht's gleich los und dann hoffen wir, dass wir keinen Krankenwagen rollen, ne? Hoffe ich auch. Alles klar, ich danke, danke dir. Dir. Das ist noch Stimmung drauf am Meer. I'm standing out of shadow.